Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Aber Leute, wisst ihr auch, was ich ohne euch wäre? Richtig, dann wäre ich einfach nur der Mann. Nicht, dass etwas Schlimmes wäre, Leute, aber ohne euch gäbe es diesen Kanal natürlich auch nicht. Und deswegen vielen, vielen Dank für den Support auf den letzten Videos. In letzter Zeit geht's hier übel ab. Und wenn ihr noch nicht Teil der Alternativ-Community seid, dann macht euch einen YouTube-Kanal, wenn ihr noch keinen habt. Und wenn ihr mögt, abonniert den Bums, dann explodet diese Zahl hier. Geil. Das Leben eines Influencers ist ja immer mal wieder schwer. Ne, mir geht's ja auch nicht immer gut. Und das liegt nicht nur daran, dass ich echt viel Werbung auseinandernehme und mein Herz sich denkt, Malte, irgendwann platze ich, okay? Sondern daran, dass ich viele Fragen von euch lese. Manche sind klug, manche sind Hallo, ich bin Erster auf deinem Video wie 2000 andere Menschen. Und deswegen kümmern wir uns heute um gute und schlechte Fragen von euch. Und ein bisschen Ansage hier, ja? Wir haben lange nicht mehr so miteinander gesprochen und ich finde es immer sehr wichtig, dass wenn man eine Community hat, sich auch um die kümmert, ja? Das ist ja ein Austausch, Leute. Ihr sagt was, ich sag was und am Ende haben wir geile Videos. Dazu ist es aber wichtig, dass ihr euch natürlich auch ein bisschen benehmt. Ich weiß, es ist nur ein kleiner Prozentsatz. Und es machen nicht alle Leute von euch, sondern nur die wenigsten. Aber es gibt so viele saudumme Leute im Internet, die einfach meinen, in die Kommentare spammen, beleidigen oder sonst was zu können. Und da muss ich sagen, nein! Mein Kanal, meine Hausregeln. Ich lasse Kritik auch stehen, wenn sie entsprechend formuliert wurde und mich nicht beleidigt oder angreift oder sonst was. Aber wenn jemand meint, einfach dumme, rassistische Kacke in meine Kommentare posten zu müssen, wird er geblockt. Punkt aus Ende. Da ist kein öffentlicher Raum. Das hier ist ein Raum zwischen uns. Ich wurde übrigens von einer Mücke gestochen. Und ich weiß nicht, ob mein Arm mir irgendwann abfällt. Die Mücke hat... Die Mücke war es, okay? Bedeutet, wenn ihr Kommentare schreiben wollt oder wenn ihr Kritik habt oder so, super gerne unten reinballern. Aber benehmt euch, okay? So, und jetzt zu Kommentaren. Warum haben Adam und Eva einen Bauchnabel? Gegenfrage. Du kleiner Hand-of-Blood-Fan. Hast du Adam und Eva jemals nackig gesehen? Hast du die getroffen? Oder hast du ein Bild von denen gesehen? Foto? Nein. Und vielleicht wurden die einfach nur so gemalt, weil irgendjemand doof war und nicht drüber nachgedacht hat. Oder die Nabelschnur kam aus Gottes Fingern. Keine Ahnung. Weiter geht's. Sehe ich aus wie ein Religionslehrer? Nein. Bin ich Biologielehrer? Nein. Werbungslehrer? Vielleicht. Was halten deine Eltern von deinem YouTube-Channel? Ich sag's mal so, meine Mutter denkt immer noch, dass der eBay-Kleinanzeigen-Kanal, Hashtag keine Werbung, ich krieg kein Geld dafür, mein Kanal wäre. Das ist sehr gut, weil die Videos sind kinderfreundlich. Und ich meine, ich habe es bisher nicht für nötig gehalten, sie darüber zu berichtigen, dass das nicht stimmt. Was soll man sagen? Ich nehme ja auch, was man kriegt. Wenn meine Mutter denkt, ich bin guter YouTuber. Dankeschön. Nehme ich an. Wieso nutzen alle weiterhin Facebook, obwohl es jeder scheiße findet? Keine Ahnung. Ich benutze kein Facebook. Ich benutze Facebook allerhöchstens, wenn man sich irgendwo mit Facebook registrieren muss. Und ich habe einfach einen Müll-Account mit einem Esel als Profilfoto. Und das ist einfach der Account, wo alle möglichen Apps denken, boah, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir seine Daten. Da steht einfach, ich wurde am 31.12.1931 geboren. Ihr habt nichts von mir. Ich habe es durchgespielt. Ich bin mein eigener VPN. Mich würde interessieren, wie deine Freundin so drauf ist und ob sie noch ihre vollständige Hörfähigkeit besitzt. Es ist manchmal schwierig, mich zu ertragen morgens so gegen 8, wenn ich damit die Cutter die Sachen früh genug kriegen, aufnehme. Aber ich glaube, sonst ist alles okay. Hoffe ich. Heute geht's dir schlecht, aber sonst normalerweise glaube ich gut. Das liegt auch mitunter. Das liegt auch mitunter an mir. Ich bin ja auch ein guter Boyfriend. Gibt es Momente, in denen du dir wirklich ernsthaft Gedanken über deine Gesundheit machst? Weil zum Beispiel in den Ruhepuls-Videos klingt das immer so, als sagst du das extra fürs Video und nicht unbedingt, weil du dir wirklich Sorgen machst. Leute, macht euch keine Sorgen. Aktuell bin ich noch gesund. Mir geht's eigentlich ganz gut. Deutlich besser als noch vor 2 Jahren, als ich noch nicht solche Videos gemacht habe. Allerdings finde ich, es ist schon ein Meme, weil ich gehe in die Tonkabine oder nehme hier bei mir zu Hause was auf. Nee, immer wenn das dieses Setting ist, Malte ist zu Hause. Das bedeutet, Malte ist im Stress. Malte muss irgendwie Videos machen. Ich nehme was auf und ich schwitze. Es ist halt so krass, weil ich fühle das ja. Ne? Und dann mein Herz pocht halt echt krass. Ich gebe halt 2000%. Und manchmal denke ich mir, wenn ich jetzt sterben würde, einfach tot umkippe in der Tonkabine, wäre es auch irgendwie witziger Tod. Es wäre schon echt retarded. Aber ich mache mir nicht ernsthaft Gedanken. Aber das ist auch so ein bisschen mein Morgensport. Schreien. Wie groß bist du? Als ich mir das letzte Mal gemessen habe, war ich 1,92 Meter groß. Ich habe jetzt aber auf der Community Preview jemanden getroffen, der 1,92 Meter groß war und der war einfach einen halben Kopf größer als ich. Vielleicht bin ich geschrumpft. Vielleicht habe ich auch eine Krankheit. So, ich bin Benjamin Button. Irgendwann bin ich aber nur noch ein Zwerg. War das bei dem so? Der ist einfach Gimli geworden. Ich würde mich freuen, wenn du mal darüber reden könntest, was deine Hobbys, abgesehen vom Rumschreien und in den Urlaub nach Übersee fliegen sind.
Pass mal auf, du kleines Äffchen. Ja, hier mit so einer Scheiße brauchst du gar nicht erst zu kommen. Ich mache gar nicht so viel Urlaub, wie man vielleicht denken könnte. Ne, ich bin zwar Influencer, aber ich bin ja festangestellt. Ich habe halt meine 20 Tage Urlaub, die man gesetzlich geben muss. Und mit denen? Ja, ich meine, da nimmst du einmal frei, weil du deinen Reisepass beantragst und dann bist du dir halt los. In Berlin geht das nicht schnell. Und ich habe als Hobby natürlich auch Videos machen. Ne? Sonst würde am Wochenende würde sonst nichts kommen, Leute. Wir produzieren nicht so krass vor, dass es in irgendeiner Art und Weise geht aktuell. In der Woche was aufzunehmen und ich habe was fürs Wochenende. Das heißt, ne, Videos machen ist einfach Hobby, ist geil, macht Spaß. Fotos machen, filmen, auch wenn es nicht für YouTube ist, mache ich sau gerne. Ich gehe andauernd raus und sage, komm mit, ich will Fotos machen. Nein, bitte nicht, ich bin hässlich. Aber dann denke ich mir, nein, bist du nicht. Halt deine Schnauze, lass mich Fotos machen. Das ist wirklich, also ich glaube, Fotografie und Videografie ist mein größtes Hobby. Das sorgt aber dafür, dass ich auch die ganze Zeit nur arbeite. Macht ihr wieder was zum Junkfood-Nationaltag? Nee, aktuell bin ich tatsächlich wieder auf dem Trip, wo ich mir denke, ich kann kein Fleisch mehr essen. Ich habe ein Video gesehen, das ist viral gegangen, haben bestimmt manche von euch in ihrer Timeline auch gesehen, wo ein Schwein einfach auf dem Weg zur Tötung war. Und muss ich jetzt sagen, fand ich jetzt nicht so geil. Ich will jetzt hier niemanden bekehren oder so. Ich glaube aber, Junkfood tut nicht so gut. Warum rieche ich nach Katzenfutter? Es gibt so Kommentare, Leute. Ne? Da denkt man einfach, wie hoch ist dein IQ? Oder was ist deine Aufgabe? So, ich glaube nicht mal, dass du dumm bist. Ich verstehe ja die Frage nicht. Vielleicht bin ich dumm. Vielleicht sind wir einfach alle dämlich. Wann kommt ein Real-Life-Waifu-Kissen von dir raus? Leute, ich werde nicht zu krass spoilern, aber wir haben vor, für die Weihnachtszeit neuen Merch rauszuballern. Und ich wollte die ganze Zeit ein Schreikissen haben. So ein Kissen, was so extra fett ist, wo du nehmen kannst. Und wenn dich irgendjemand nervt, weiß nicht, deine Mutter kommt rein und sagt, warum hast du mich aufgeräumt? Und du sagst, Mama, ich hab gelebt, geh raus. Und dann nimmst du das Kissen und schreist da rein. Und dann geht's dir wieder gut. Das ist so wie mit meinen Videos, nur mit Kissen. Aber ob wir das wirklich machen, keine Ahnung. Ich habe sehr viel geplant. Ich wollte auch immer einen Western-Film drehen. Unten habe ich das gemacht? Nein. Aber ich habe mir den Cowboy-Hut schon gekauft. Ich weiß, das ist wirklich eine sehr persönliche Frage und ich weiß, dass du keine zu privaten Infos geben willst. Aber was ist dein Lieblingsesen? Erstmal vielen Dank, dass ihr meine Privatsphäre auch ehrt. Ich bin ja jetzt nicht so ein YouTuber, der sagt, hey Leute, ich nehme euch mit dem Vlog überall hin mit und ich zeige euch mein Leben, meine Freundin, meinen Urlaub. Nee, ich brauche so ein bisschen Abstand, finde ich gut. Und ich glaube, es ist auch witziger, solche Videos dann zu produzieren und zu sehen. Ne, Selbstdarstellung kann Bibi machen? Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie man vloggt. Ich bin zu blöd dafür. Aber mein Lieblingsesen ist, glaube ich, alles mögliche japanische. Also ich habe in Japan nichts gegessen, was mir nicht geschmeckt hat. Ich mag offenbar einfach die asiatische Küche sehr gerne, egal ob das jetzt mit oder ohne Fleisch ist. Wok, Gemüse, geil. Reis, Kartoffeln, geil. Es gibt so viele leckere Sachen. Ich bin wie so ein Müllstucker, ich fresse eigentlich alles. Hattest du schon mal ein Picknick mit einem Huhn? Hä? Ich habe mal ein Foto mit einem Huhn im Tiergarten gemacht, was da irgendwie entlaufen ist. Das kam dann an und hat sich streicheln lassen. Das war sehr süß. Ich habe es nach seiner Nummer gefragt, aber kam leider nie zum zweiten Date. Nee, keine Ahnung. Weiß nicht, was ihr von mir wollt, Leute. Darf ich der Schluss deines Videos sein? Weiß nicht, kommt danach noch ein Kommentar? Jopp, nee. Tut mir leid, da haben wir jetzt die Reihenfolge verkackt, ne? Darfst du leider nicht. Aber du darfst mittendrin sein. Das ist auch schön. Vor 3 Monaten hast du mal ein Video zur Fernbedienung gemacht und dass du einen Spiegel unter deinen Fernseher gelegt hast. Hast du immer noch einen Spiegel unter deinem Fernseher? Traurig, aber wahr. Natürlich, Leute. Das hat sich ja nicht gelöst, das Problem. Ist ja immer noch so. Ich habe alles gemacht. Ich habe meine Fernbedienung neu gekoppelt. Ich habe da alles sauber gemacht. Geht immer noch nicht. Und es liegt immer noch der Spiegel da. Aber es funktioniert halt mit dem Spiegel sehr gut. Warst du mal in einem Unfall verwickelt? In meinem Entspannungsurlaub in Finnland bin ich mit dem Auto in einen Graben gefahren. Rückwärts in einem sehr engen Waldweg. Das war doof. Und ansonsten bin ich mal beim Rückwärts-Einparken gegens Auto gefahren, obwohl ich Parksensoren habe, aber die haben irgendwie nicht funktioniert. Shoutout an Skoda an der Stelle. Und ich habe mich halt wahrscheinlich dumm angestellt. Ich hatte zum Glück noch nie einen Unfall, wo sich jemand wirklich verletzt hat. Außer als ich mit dem Fahrrad gegen Auto gefahren bin. Oder das Auto gegen mich. Ich bin halt ein Salto gemacht, bin... Hab mir aber nichts gebrochen. Wurden mit dem Krankenwagen abgeholt und die haben gesagt, du siehst gut aus, Malte. Und ich habe gesagt, krass. Nee, aber sonst war alles gut. Kannst du mal ein Video aufnehmen, wo du ein Videospiel spielst und währenddessen zum Mond hin und zurück fliegst und dann ein 5-Sterne-Menü kochst und das alles in 5 Minuten? Wäre voll cool, wenn du das machst. Wenn du es machst, dann mag ich dich. Wenn nicht, dann mag ich dich nicht. Gut. Man kann ja auch nicht alle Menschen mögen, ne? Ich verstehe euch nicht. Was ist das für ein Kommentar? Bist du einer der Menschen, die Waluigi in Smash haben wollen? Wah! Natürlich, Alter. Wer nicht?
Ich bin Waluigi. Wenn ich einen Bade hätte, wäre ich Waluigi. Warst du eigentlich irgendwann mal auch wieder mit anderen YouTubern Videos zusammen? Ich bin ja einer der wenigen YouTuber, gefühlt, die echt wenig mit anderen Leuten machen. Das liegt aber daran, dass sie halt auch nicht direkt bei uns arbeiten oder direkt nebenan wohnen. Und da muss man sich immer verabreden. Und dann mache ich das. Und dann trifft man sich doch nicht. Das passiert sehr oft. Es liegt nicht daran, dass wir keine Lust haben oder so. Ich habe ja auch viele Freunde bei Freaks for You und Co. Aber wir haben keine Zeit. Wenn wir aber Zeit finden, Zeit, Lust und es schaffen, uns zu treffen oder zu verabreden, dann auf jeden Fall. Nee, theoretisch ist mein Chef auch ein YouTuber. Also, nee, normal, nee, eigentlich mache ich das schon so ein bisschen. Und Philipp hat einen Twitch-Account. Also, zählt das oder zählt das nicht? Wie groß ist sein Zeigefinger? Eigentlich relativ klein. Ich habe immer gedacht, so wie der Finger eines Mannes, so auch sein... Der ist riesig. Welche Waffe würdest du während einer Zombie-Apokalypse benutzen, wenn du zwei Freunde hättest? Was haben die zwei Freunde damit zu tun? Und ansonsten natürlich Kettensäge und Flammenwerfer, ist doch ganz klar. Dann braucht man noch ein bisschen Sprit. Und let's go. Ich wär ein sehr brutaler Nahkämpfer, glaube ich. So Leute, das soll's gewesen sein. Habt ihr noch Kommentare, ballert die unten rein. Und ansonsten, wenn ihr nichts Kluges zu fragen habt, haltet eure Schnauze. Get the fuck out.